Servus PA-Freunde und Semitontechniker. Heute geht's wieder richtig rund. Heute packe ich wieder ein paar Pakete aus und zeige euch mal, was ich da bestellt habe und was wieder kommen ist. Im Endeffekt, ihr lest es ja eh schon. Ja, T24N, die nächsten zwei sind da, sodass wir auf 4 kommen. Ja, die ganzen auf Biamp umbauen, Weiche rausschmeißen. Ich habe einen T24N, wo der Hochtöner ein bisschen angeknackst ist, weil ich einfach selber schuld war und da ein bisschen zu viel Gas reingefahren bin. Ja, der wird jetzt austauscht noch. Gleich als erstes Ding mal auspacken und dann zeige ich euch das restliche Zeug. Ich möchte dann vor allem nur Brotzeit machen. Na, Schmarrn. Ich habe mir vom Plan Sound die Platinen gekauft mit dem Speakhorn hinten dran. Genau, kommen vom Plan Sound. Wenn es mal scharf stellen geht. Ne, stellt nicht scharf. Habe ich 4 Stück davon und dann auch den restlichen Material an Speakons, was ich da brauche, und dann wird das Ganze neu angeschlossen. Das ganze Gedöns mit den T24N mit Biamp wird hinten neu verkabelt, weil da hinten drin bei den alten einfach Vago-Klemmen drin sind. Ja, Vago-Klemmen gibt es eigentlich nichts Besseres, aber wenn da 15 Vago-Klemmen in einem T24N drin sind, habe ich mir gedacht, mach es doch leichter gescheit mit dem vom Plan Sound. Das ist ganz easy going, dann hinten machen. Genau. Ja, dann schwenke ich mal rüber, weil es gibt ein bisschen was Neues. Im Endeffekt habe ich 4 Pakete bekommen von den Chinesen. Ich habe bestellt 2 T24N und 2 Flugrahmen, wo man 4 Stück fliegen kann. Das Ganze wird dann auf der Nature One gebraucht oder als 4-Punkt für die nächste für Indoor. Es wird richtig kranker Abriss, Leute. Es wird richtig kranker Abriss. Und ihr dacht, wir fangen mal mit dem leichtesten Paket an, weil Unboxing ist immer geil. Das sind im Endeffekt Cover zum Drüberziehen. Ich sage immer gern Verhüterli. Ja, schauen eigentlich, Alter. Gar nicht so schlecht. Boah, stinkt das Zeug, Alter. Boah, warte. Das Zeug stinkt wie Hölle. Also, da zum Drüberziehen, Gummi unten drunter, ja, das ist vorne, T24N steht drauf, haben wir ganze 4 Stück, kann ich sogar die Griffe aufmachen, damit ich es transportieren kann, das Ganze auf der anderen Seite auch. Ob ich jetzt vorne aufmachen kann, glaube ich nicht. Ne, aber Griffe sind auf jeden Fall frei, das war wichtig, das habe ich euch gewusst. Einer, zwei, dann natürlich, darf ich auch nicht fehlen, Lightning Kappe, weil Sunway habe ich mir auch noch dazu gegönnt. Kam halt so, habe ich halt gehandelt. Chinesen kann man ja handeln. Und ganz wichtig, die waren so billig, Ersatzdiafragmen. DE800, Ersatzdiafragmen habe ich gleich 4 Stück, weil, ja, wie gesagt, einer ist eh schon im Arsch und deswegen, ja. Kann ich mal kurz in Nahaufnahme zeigen. Hui. In Nahaufnahme, wenn es mal scharf stellen geht. Genau. Im Endeffekt genau das Ersatzdiafragma hier vom DE800. Die lasse ich jetzt auch drin. Aber einer ist auf jeden Fall noch ein bisschen angeknackst und den werde ich auf jeden Fall tauschen. Genau. Er geht ja noch, aber man hört, dass da halt was nicht stimmt. Deswegen, ja. Ist vielleicht mal überfahren worden, wer weiß wo und wann. Ich habe ein ganzes Merchandise-Paket, XXL, Sunway T-Shirt. Merchandise-Paket, darauf habe ich mich gestimmt, Leute. Aber es stinkt alles, Alter. Wie können die Chinesen das machen? Alter, ist das geil. Umsonst. Ist geil. Leute, wenn ihr da bestellt, schaut, dass ihr was raushandeln könnt. Also ein Rucksack ist immer geil. Schau mal an, der ist echt fertig, also ohne Scheiß. Das ist dann so eine Art Lautsprecherstoff, wie von die Gitter. Das ist da eingenäht. Echt witzig eigentlich. Ja. Sunway Audio. Sunway Pro Audio. Kann man immer brauchen. Wenn man irgendwas hat. Ist halt ein bisschen peinlich, damit rumzulaufen, aber. Ist auch nicht gar nicht so leicht. So. So, jetzt mal zum Hauptteil.
Bin gespannt. Weil er schon ein bisschen aufgebrochen war hier an der Seite. Naja, ich denke halt einfach, Versand werden nicht ganz so pflegig mit dem Zeug umgehen. Das, ja. Ja, Junge, Alter, der nächste. Das ist jetzt ein Alter. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Ja, es nimmt sich nicht viel. Ich mach mal eine Nahaufnahme. Das ist eben der, den ich markiert habe. Mit dem kaputten Diaphragma. Genau. Da unten eben, ja. Eigentlich 1:1. Ja, das brauche ich eh nicht. Die Schrauben werde ich eh rausmachen. Vielleicht beim alten auch. Weil ich die eigentlich immer so betreibe. Schaut einfach geiler aus. Genau, da sieht man meine Lackkenntnisse. Das habe ich nämlich mal neu gemacht. Da habe ich halt eine Arbeit abgeschliffen einmal und dann versehentlich mit Autolack gemacht. Das war ein bisschen ein Fehler. Und ja, jetzt werden die anders. Das ist, glaube ich, das ist auch das lackiert, ja. Mei, überall ein bisschen Abplatzer. Farbe sieht man minimal, ein bisschen Abweichung. Aber ich denke mal, wenn der eine auf der linken Seite, die anderen zwei auf der rechten Seite hängen, dann siehst du das gar nicht. Fällt mir jetzt das erste Mal auf, da wo das MPX-Bogen ist, dass da ein bisschen, ja, nicht so schön ist die Überlaufung, aber das ist hier tatsächlich auch. Ne, hier ist schöner, hier ist schöner. Ups, da sieht man es besser. Aber Junge, wen juckt's? Wen juckt's? Junge, 4x33 Kilogramm Pops. So was fliegen manche. Habe ich ja auch bald. Ja, wild, auf jeden Fall wild. Absolut wilde Geschichte. Absolut wilde Geschichte. Absolut wilde Geschichte. Ich bring's gar nicht mehr auf Kamera drauf. Sauber. Ja. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Hörner schauen da ein bisschen anders aus. Die sind ein bisschen andere Farbe. Aber ich denke mal, wenn du die zwei auf die Seite hängst und die anderen auf die andere Seite, da fällt das schon gar nicht mehr auf. Das Kabel ist ein bisschen dickadriger. Ne, das ist dicker, aber hat er mehr Ummantelung. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Ansonsten gefallen mir echt gut. Kein Schraubenloch wieder drin wie letztes Mal. Zumindest habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Ja, genau, die Hochtonöffnungen ist halt jetzt in der Optik. Früher war es schwarz. Das ist im Endeffekt mir so egal. Hauptsache sind die kleinen Chassis verbaut und alles drum und dran ist gleich. Genau, um das geht es jetzt. Ich werde jetzt alle 4 auf den Boden legen und alle aufschrauben und dann alle richtig verkabeln, euch das zeigen, wie man das macht, wie man das angeht, weil es haben ja doch ein paar Leute die T24N gekauft und den Leuten möchte ich zeigen, hey, wie mache ich denn das? Genau, dass halt BM so funktioniert, wie man es braucht. Bin mir jetzt noch unschlüssig, ob ich die Ketchup-Senf-Kabel drin lasse oder ob ich alles mit dem guten Thomann-Kabel mache. Bin mir jetzt noch unschlüssig, aber ja, geil. So, wie gesagt, ich habe jetzt mal einen aufgemacht, das ist ein neuer. Schaut innen drin eigentlich ordentlich clean aus, kann man jetzt nichts sagen. Und ich denke, sie haben das erste Mal, dass ich einen erwischt habe, der richtig verkabelt ist. Weil nämlich vom Anschlussterminal, was echt geil gemacht ist, hier mit Schrumpfschlauch, das waren bei den anderen nicht, das seht ihr gleich, da ist nämlich so eine hässliche Platine dran. Genau.
Im Endeffekt kann ich das rausholen. Ich weiß nicht, ob ich das sogar so lasse. Oder ob ich da die Plansound reinmache. Vielleicht ist es sogar gesteckt, das kann sein. Ja, ich glaube, es ist sogar gesteckt. Nein, es ist nicht gesteckt, oder? Doch, es ist gesteckt. Also kann ich das rausholen. Easy going. Die ist nicht gesteckt. Die ist gelötet. Oh. Ja, auf jeden Fall werde ich den Stecker abzwicken, die Weiche rausholen. Genau, Chassis sind die gleichen. Einmal frei, das freut mich. Sind nämlich gar nicht so schlecht, die Chassis. Eigentlich, mittlerweile weiß man es ja, wirklich B- und C-Nachbau. Genauso wie der Hochtöner. Kommt denn da alles raus? Genau, ich werde jetzt die Weiche rausschrauben, Verkabelung ändern, anschließen, fertig. Genau. Ja, bei mir läuft ein bisschen Techno im Hintergrund. Ich habe jetzt den zweiten aufgemacht. Zweiter. Die anderen mache ich auch noch auf, keine Sorge. Ich will die einfach nebeneinander hinlegen. Es sind einfach die TV-Audio-Sticker drin. Brauche ich eh nicht mehr. Geh weg, du Arschloch. Brauche ich nicht mehr. Oh, das geht doch so schwer, Alter. Scheiße. Oh. Ja, genau. Richtige Wichser. Genau, hinten zum Aufkleben. TV Audio Made in Germany, vor allem ganz wichtig. Vorne TV Audio schaut überhaupt gar nicht nach Fake aus. Ach Gott. Junge, nee, mache ich nicht drauf. Sehe ich nicht ein, wird bei mir weggeschmissen, oder? Genau, was ich jetzt noch zeigen wollte, das war der älteste, der hat einen weißen Stoff, dann kam der. Dann die zwei. So, der ist Baujahr 2020 anscheinend, habe ich gerade rausgefunden. Da steht nämlich auf der Membran drauf 10/2020. Ja, 21 habe ich ihn ja bestellt. Das passt, nee, 21 habe ich ihn bestellt, genau. Da steht auch 10/2020. Das ist dann der zweite, den ich gekauft habe. Der ist schon Baujahr 3/2021. Die Chassis. Hier sieht man auch leicht ein Kleber ein bisschen. Ja, das ist. Genau, und da eben 2023 Februar. Genau, das ist bei denen genau das gleiche, weil Februar habe ich sie ungefähr bestellt. Ja, Februar, Mitte Februar. Genau. Ja, und was ich dann noch zeigen wollte, eben bei den neuen Schalter ist schon besser aufgebaut wie damals. Also, die haben sich da wieder was dabei gedacht, da war das TV Audio drin. Und da unten ist halt alles nur noch verkabelt, also so wie es eigentlich gehört. Und damals war es noch mit Platine. Jetzt habe ich tatsächlich nochmal was. Gut, die alten waren am Rosten, aber waren auch schon mal im Dauerregen und alles gut. Kein Thema, weil ich eh schon mal alles aufgeschraubt habe. Dass das rostet, ist gar kein Wunder. Aber die alten waren tatsächlich neutrig. Ob das jetzt fake ist oder original, mag ich nicht bestreiten, keine Ahnung. Aber die Kacke, wenn der andere schon beim Abziehen rausrutscht. Da steht nicht mal Neutrick drauf, da steht, ach was steht da, Brakamanan, keine Ahnung. Kann man fast in Thailand kaufen. Apropos Thailand, wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne beim Live schauen. Und die kommen jetzt alle weg. Dann werden wir alles vernünftig verlöten. Und Schrumpfschlauch und alles, dann machen wir es so. Ist auch eine gute Lösung. Besser wie mit der Chinesenlösung. Genau. Aber waren tatsächlich gesteckt, also so schlecht war es gar nicht. Naja, kommt ja eh das neue Kabel rein. Das werde ich jetzt aufteilen in vier Steile. Dann wird der Hochtöner neu verkabelt, Tiefmitteltöner, Anschlussterminal und fertig ist die Geschichte. Das sitze ich 3 Stunden drin, auch. ohne das ganze Zeug zu verkratzen. Das ist mir mein schärferes Cutter. Ich hab kein längeres. Warte mal, ich schau mal. Vielleicht habe ich nur so eins mit Sprungklinge. Das ist aber noch behinderter. Aber die Männer kennen es. Schön zurückziehen. Junge, wild. Ach, das ist doch scheiße. Alter, hoffentlich passt das eigentlich, gell? Weil die, wo ich bei dir mal ausprobiert habe, die haben gar nicht mehr passt.
sind jetzt die Flugrahmen auch. Genau, das sind einfach bloß hier 4 Schrauben für die Seite. Und dann bräuchte man hier 2 und auf der anderen Seite 2. Und dann könnte man schon wieder 2 zusammenhängen. Genau. Ja, bloß dass die lieben Chinesen mal wieder vergessen haben, Schrauben zu schicken. Im Endeffekt fehlen 16 Schrauben. Das habe ich dann geschrieben. Hey, so und so. Fehlen Schrauben. Ja, dauert 7 Tage, dann ist da. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Bin ich mal gespannt. Genau, Flugrahmen 4 Stück eben. Zusammenbauen war jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Danke an Domi, der hat es auspackt. Mega Geficke an der Stelle. So, was das nächste Geficke ist, ist dieser Flugrahmen. Ey, Alter, dieses scheiß Kackding. Also, so, unten fädelt man ein quasi, hier so, flup, okay, ist man drin. So, aber um hier oben einfädeln zu können, muss man die 2 Schrauben aufmachen, komplett. Also, komplett auf. Dann natürlich Schrauben raus. Nein, es hilft nicht, wenn man nur eine drin hat, weil so kommt man nämlich nicht nach oben. Das heißt, man muss die zweite. So, man muss die zweite auch lösen. So, jetzt kann man den rausziehen. Oh, Chance, glaubt, der fällt runter. So, jetzt kann man den hier einfädeln. In der Hoffnung, dass. Ja, schön. Den so. So, jetzt ist er drin. Jetzt muss man mit einer Hand heben, kann den runterdrücken. So. Den natürlich hier einfädeln. Da dann wieder das Grooves durch. Bin ja durch wie gut verreckter. So, dann schraubt man natürlich die Schrauben wieder drauf. Sind sogar M10, also nach europäischem Standard. Geht quasi da mit Makita Werkzeugkasten. So, jetzt haben wir es soweit. So, jetzt muss man das noch einhängen. Da empfiehlt es sich tatsächlich mit 2 Händen. Ah, fix, Alter. Ja, ich mach's mal mit 2. So, easy going. Jetzt sind sie drin, genau, haben eigentlich nicht viel Abstand zur Tragfläche daher, genau. Ja, easy going im Endeffekt, die sind ein bisschen so, ja, in sich locker. Ja, ist halt jetzt eigentlich alles auf billig gemacht. Da, ob man hier einen Edelstahl findet, Leute, nee, also, ja, die Dinger zieht man einfach nach hinten, schiebt's rein, drückt's runter, fertig. Also das ist wirklich easy going gemacht, hebt auch, genau. So, nächstes Ding, die Zamm zum Schrauben, so. Kommen wir mal zum Zusammenschrauben. Brauchen wir nämlich die da. Die da. Genau, so. Geht's ja da schon los. So. Ich glaube, ich schraub's gar nicht hin. Viel zu faul. Halt, ne? So, hab's die Schrauben drin. So. Die kommen hier durch die Löcher und die kommen hier durch die Löcher. Und so ist das quasi dann automatically. Sehr fix, ja, dann müsste man da noch eine hochstellen. So, und so richtet sich das dann automatisch in Winkel ein. Ich schraube das mal schnell zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. So, fertig. So schaut das Ganze aus. Fertig verkabelt. Genau, ich habe es jetzt nicht angeschraubt, nur ein bisschen, gell? Also es wackelt noch wie Sau. Im Endeffekt kann man dann hier und hier sein Karabiner oder Schlupf oder irgendwas, keine Ahnung, aufhängen. Und dann an die Trasse. Genau, und so ist quasi angewinkelt. Hoppala. Angewinkelt. Was das angeht, ja. Sehr geil so im Endeffekt. Was mir jetzt da ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht in einem falschen Winkel oder so, weil die laufen so spitz zu. Normalerweise müsste es ja so sein, dass sie sich quasi gerade ergänzen, aber es ist schon so. Passt schon so. Bin jetzt da jetzt nicht so genau. Das passt so, wie es ist. Genau. Bin auf jeden Fall zufrieden. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe ja die komplette Kabellage rausgeschmissen. Habe hier die schwarz-gelben Kabel raus. Und habe quasi die, ja, was waren das? Ich habe mal so 4 Meter vierpoliges Kabel 2,5 gekauft und habe alles neu. Alles neu gemacht an der Verkabelung. War, glaube ich, gar nicht schlecht. Weil die Ketchup-Senfkabel waren hässlich. Na halt, jetzt habe ich Ketchup Mayo. Ja, passt schon. Vielleicht wollt ihr noch ein Isolierband rumwickeln oder halt die Kabel komplett hinten eigentlich ab. Wollt ihr euch gar nicht abisolieren, aber ja, ich habe das Kabel braucht, scheißegal. Auf jeden Fall. So angeschraubt, die Schrauben waren leider nicht dabei. Wie gesagt, 8 Stück. Ja, Chinesen. Domi hat gemeint, ich muss vielleicht da hinten einhängen, hier. Mit dem da.
dann wird es ein bisschen spitzer zulaufen. Das probiere ich jetzt auch nochmal und schaue es, aber mal gucken. Genau. Schauen wir mal. Bin mal gespannt. Aber meiner Meinung nach muss das schon da rein, weil sonst wäre es eine richtig wackelige Angelegenheit. Das passt schon so, anders geht's nicht. Ja. Easy going. Im Endeffekt machst du halt da einen Schlupf rum und so ziehst du es dann halt rauf oder so, ein Traverse oder so. Genau. Das Ganze viermal, aber ich habe jetzt keinen Bock, die aufzubauen, die nächsten zwei. Deswegen, ja, geht eh nicht, weil ich habe keine Schrauben mehr. Passt. So, das war's dann, ja, vom Schluss, vom Video. Genau. Hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Genau. Passt. Ach ja, liken, abonnieren etc. nicht vergessen, gell. MTH-Starten sich freien, genau. Ja. Ja, genau. Und dann war es das Ganze zu dem T24N-Umbau. Fragen, Anregungen, irgendwas, was ihr wollt, in die Kommentare beziehungsweise auf Instagram. Wer, ich sag mal, freundlicher, ja, wer Presets braucht, könnt ihr melden. Alles kein Problem, genau. Jo. Bis dahin, ciao.